Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Ich habe die letzten Tage ein bisschen bei Online Douglas geshoppt, ich habe Gutscheine eingelöst, ich war heute bei DM kurz drinnen, habe ein paar Kleinigkeiten geholt und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, was bei mir die letzten Tage so einziehen durfte. Als erstes mal möchte ich euch diesen Beutel hier zeigen und zwar gab es bei Douglas, ich glaube, man muss dafür 100 Euro oder so einkaufen, hat dann praktisch diesen Beutel dazu bekommen. Da ich noch ein paar Weihnachtsgeschenke gebraucht habe und etwas für mich mitgenommen habe, bin ich ganz leicht auf diesen Betrag gekommen. Und ich zeige euch jetzt mal, was hier drin ist, weil es sind echt coole Sachen dabei. Also wir haben hier einmal ein Guerlain Parfüm drin. Da hatte ich ja dieses rosane. Und das sieht so süß aus. Also richtig, richtig süß, gefällt mir richtig gut und duft ist einfach spitze. Als nächstes haben wir hier von Babo so eine einzelne Ampulle mit dabei. Sieht so aus. Ist so eine Perfect Glow mit Feuchtigkeit spendend mit drin. Dann, das habe ich schon gerade in der Dusche stehen und zwar von Kiehl's dieses Aminoacid Shampoo mit Kokos. Drinne. Das sieht so aus. Ist auch sehr, sehr cool. Mag ich momentan auch sehr, sehr gerne. Schön sanft zur Kopfhaut. Finde ich richtig gut und könnte ich mir sogar vorstellen, das auch in groß nachzukaufen. Dann haben wir einmal hier drinne von von wem ist das eigentlich hier? Healthy Sexy Hair Soya Wanted All 22 in 1 Soy, Cocoa und Argan Oil Leave-In Treatment. Und das kann man ins feuchte Haar sprühen und durchkämmen, föhnen und wie gewünscht stylen. Genau, das sieht so aus. Und das ist im Endeffekt hier so ein Sprühkopf. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie das hier so ist. Dann haben wir hier drin von Dr. Yard ein Cicapair Tiger Grass Repair Serum. Also ein Serum von Dr. Yard. Das soll ja auch sehr, sehr gut sein. Dann haben wir hier einmal drin Invisibubbles. Sowas kann man auch immer brauchen, finde ich. Und ich finde auch das Design, oder das, ja, das Design kann man schon sagen, richtig schön. Das ist so ein Rotton, der leicht glitzernd ist. Und die Invisibubbles mag ich eigentlich sowieso am liebsten. Und habe ich auch immer da. Dann, was ich auch richtig schön finde, ist hier von Hoola, der Hoola Bronzer. Oder von Benefit, der Hoola Bronzer, so rum. Und das ist hier so eine kleine Größe. Ja, finde ich richtig cool. Und ja, von Rituals haben wir hier eine Body Cream drin, das Ritual of Sakura, in einer Mini-Größe. Das reicht, glaube ich, nicht mal für einmal, aber okay. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und das finde ich richtig süß. Und den habe ich schon, in groß. Und zwar ist es der Backtalk von Urban Decay. Also kommt hier in so einer ganz normalen Verpackung und ist der nicht süß? Also man hat hier einmal so eine Mini-Größe. So, ich habe jetzt mal den ich habe geholt und das ist im Endeffekt der Unterschied. Also finde ich richtig cool. Und ja, der kommt in die Handtasche, definitiv. Ich mag den einfach richtig gerne. Ja. Habe ich mich auf jeden Fall super mega drüber gefreut. Ja, da habe ich mich auf jeden Fall mega drüber gefreut. Finde es aber schade, dass man so kleine Probiergrößen nicht öfters mal unterm Jahr bekommt. Also, ja. Genau, das war der Inhalt des Beutels. Fand ich echt cool. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal mit den Douglas Goodies weiter, weil ich habe ja noch mal bei Douglas bestellt jetzt letzte Woche. Und da habe ich echt ein paar coole Pröbchen dank Goodie Codes und so weiter bekommen. Da habe ich einmal hier von Bobbi Brown so ein Make-up Remover bekommen, den hatte ich schon mal. Der ist eigentlich ganz gut, ja, würde ich mir aber jetzt den groß nicht nachkaufen. Dann habe ich hier von Kiehl's eine Ultra Facial Overnight Hydrating Mask in diesem Pöttchen. Finde ich auch echt cool. Dann, da ich über einen Bestellwert von 39 Euro war, gab es hier einmal von Hourglass ein Produkt. Und das ist mein erstes Hourglass-Produkt. Und das Produkt, es ist ein Pröbchen. Es ist dieser Fail Mineral Primer.
Und was ich cool finde, der kommt hier echt in so einer kleinen Glasflasche. Finde ich richtig hochwertig. So sieht das Ganze aus. Und den kann man hier aufmachen und hat dann im Endeffekt das Produkt drauf. Ich habe es aber noch nicht im Gesicht getestet. Also das muss ich auf jeden Fall noch testen und bin schon mega gespannt drauf, wie der so ist, weil viele schwärmen ja von diesem Produkt auch. Ja, dann habe ich mir das Parfüm hier ausgesucht. Girls, Do Can Do Anything von Sadiq and Voltaire. Das liebe ich, das habe ich auch in groß und da habe ich mir gedacht, ach komm, für die Handtasche nehme ich das hier mit, weil die anderen Parfums, die man sich aussuchen konnte, haben mich ehrlich gesagt überhaupt nicht angesprochen. Und dann habe ich hier noch bekommen von Origins Modern Friction Nature Gentle Derma Brazen. Eieiei, was ist das denn hier überhaupt? Ah, natürliches Derma Brasions Peeling. Okay, werde ich auf jeden Fall mal testen. Hat sich interessant angehört. Und dann gab es noch ein Goodie dazu, und zwar ein Shiseido Lippenstift. Auch in so einer Probiergröße. Der sieht so aus. Und das ist die Farbe. Auch richtig schön. Und ich swatch den jetzt mal. Okay. Sehr intensives Rot. Ich bin fast ein bisschen dunkler vorgestellt, wenn man den so anschaut. Aber finde ich cool. Ja. Ja, dann kommen wir mal zu dem Produkt, was ich mir bestellt habe. Und zwar hier von Jean-Paul Gaultier, Scandal, das Parfüm. Das war reduziert, ich glaube, auf 47 Euro oder so. Und das ist im Endeffekt so eine Metalldose. Und hier haben wir einmal eine Bodylotion drin und einmal das Parfüm wieder, auch mit diesen Füßen, also die große Flasche. Und ich liebe es. Ich muss echt sagen, ich habe die andere Flasche leer gemacht und ich musste es mir nachbestellen, weil es hat mir irgendwie gefehlt. Und ich liebe dieses Parfum. Also es ist so ein schöner, toller Duft und ich liebe den einfach. Und auch immer, wenn ich den trage, sagt jeder zu mir, oh, du riechst so gut, es riecht so lecker. Und ja, deswegen absolutes Must-Have für mich. Dann habe ich mir von Kiehl's das Midnight Recovery Eye bestellt. Das ist dieses hier. Das ist eine Augencreme für die Nacht. Sieht so aus. Und man braucht auch nicht viel. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal verwendet und ich finde es richtig gut. Gefällt mir auch richtig gut. Und ja, ich habe nämlich momentan wieder extreme Probleme mit extrem trockener Haut und vor allen Dingen extrem trockenen Augenlidern. Also ich weiß nicht, ob man sie erkennen kann. Ich habe hier oben so extrem trockene Haut. Das ist der Wahnsinn. Und ich trinke viel, also ich versuche wirklich so auf 2 Liter Wasser am Tag zu kommen, aber ja, es funktioniert auch nicht immer und bei mir merkt man das irgendwie gleich. Also sofort im Winter, trockene Haut, gerade am Kopf viel auch, mag ich nicht und ja, ich hoffe, dass die Produkte helfen. Und ich habe mir noch was geholt und zwar von Clinique, die All About Rich Creme. Finde ich auch richtig gut, pflegt auch gut und ja, sieht so aus, ist dieses kleine Töpfchen und ich habe jetzt aber, ja, ihr merkt schon, ich probiere mich da wieder durch, bis zum geht nicht mehr, aus der Apotheke jetzt noch eine Creme geholt und zwar von La Roche-Posay, die Tolerian Ultra Augen, intensiv beruhigende Augenpflege, sofortige und langanhaltende Reizlinderung für überempfindliche oder allergische Augen. Da habe ich mir gedacht, die verwende ich jetzt die nächsten Tage mal nur noch. Ich weiß nicht, ob die Cremes trotzdem noch dann nicht so hundertprozentig helfen oder vielleicht doch. Muss ich einfach mal gucken. Und ja, das ist im Endeffekt dieses Tübchen hier. Hier ist halt schön, dass man nicht mit dem Finger reingeht, sondern wirklich einen Pumper hat. Und ja, da muss ich aber jetzt wirklich mal testen. Die habe ich mir heute erst geholt. Ob sie funktioniert für mich und ob es dann dadurch vielleicht weggeht. Ja, dann habe ich mir bei Douglas diese Palette hier geholt. Es ist die Soft Glam Palette und ich glaube, es gab 20% oder so wieder drauf. Und ich habe mir auch heute mein Augen-Make-up mit der geschminkt und ich liebe die Anastasia Beverly Hills Paletten. Also ich kann verstehen, warum jeder immer von diesen Paletten geschwärmt hat, denn ich tue es jetzt genauso. Sie sind einfach großartig. Und
So sieht das Ganze hier von innen aus. Wir haben auf der anderen Seite einmal einen richtig großen Spiegel. Und man sieht, ich habe sie schon ein paar Mal wirklich verwendet und ich liebe die Palette einfach. Also so eine schöne Palette, vor allen Dingen für den Alltag, noch besser geeignet als die Norvina Palette. Klar. Und ja, ich finde sie so schön und ich trage sie, wie gesagt, auch heute wieder und ich liebe die Palette einfach. Ich muss aber sagen, die Norvina Palette genauso. Und ja, ich denke, da wird schon noch das ein oder andere Stück von denen bei mir einziehen. Ja, von MAC habe ich mir etwas bestellt. Und zwar habe ich mir gedacht, ich wollte mir erst so ein NYX-Pigment holen. Das, glaube ich, kostet 7 Euro oder so. Ja, ich glaube 7 Euro. Und dann habe ich unten der Vorschlag mit dem MAC-Pigment und das kostet 10 Euro. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, ich probiere gleich das MAC-Pigment aus. Das sieht so aus. Ist die Farbe... wo steht es denn? Kitschmess, genau. Was ich nicht cool finde, ist, wenn man es hier aufmacht, dass es hier gleich offen ist. Also da muss man wirklich aufpassen. Ich gebe mir jetzt einfach mal ein bisschen was auf den Handrücken. Und klar, man muss es natürlich mit so einem Pigmentkleber kleben. Aber ich finde den richtig schön und ich kann mir das vorstellen, so im vorderen Augenbereich das aufzutragen. Gefällt mir richtig gut. Ja, aber wie gesagt, muss man einfach mal testen mit einem, so Glitter Primer, glaube ich, nennt sie das. Und ich habe mir noch etwas bestellt und zwar eine, Wimpernzange. Und zwar hier die von Tweezerman. Ich habe ja bis jetzt immer eine nur von DM, von Evelyn gehabt. Da habe ich mir gedacht, ach komm, ich probiere jetzt mal so eine aus. Ich kann heute irgendwie nicht reden, Leute. Tut mir leid, wenn es ein bisschen gestottert ist. Auf jeden Fall sieht die so aus. Und im Gegensatz zu der von Evelyn, die ich habe, kann man hier mit den Fingern reingehen. Ich habe jetzt mal die von Evelyn hergeholt. Also hier merkt man schon, also man hat hier nicht so diesen Griff irgendwie. Und bei der hier schon, finde ich schon mal richtig cool. Und so von der Biegung her müsste es eigentlich auch passen. Ich habe die schon mal anprobiert. Ich habe die schon mal ausprobiert und muss sagen, ich weiß nicht, sie ist mir vielleicht fast ein bisschen zu rund. Ich probiere es einfach nur ein paar Mal jetzt mit der aus. Aber so vom Ergebnis her, das, was ich erwischt habe, fand ich es richtig gut. Also gefällt mir besser als die Evelyn, muss ich sagen. Aber ich werde mich noch ein bisschen damit auseinandersetzen. Ja, das war es dann mit der Douglas-Bestellung. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Produkte, die ich bei DM heute mitgenommen habe und bei Rossmann die Woche. Und zwar hat unser Rossmann jetzt auch einen Love Sale und da habe ich mir zwei Produkte mitgenommen. Einmal den Browtitude Eyebrow Designer Draw and Shape in der Farbe 200 Wheat. Der sieht so aus. Von der Farbe her finde ich den richtig schön. Was ich nicht gut finde, er ist so hart, er lässt sich so schwer auftragen dadurch, dass ich jetzt schon sagen kann, dass ich mit denen wahrscheinlich nicht nachkaufen werde, einfach weil es zum Auftrag, man braucht halt ewig, bis man endlich mal ein bisschen Farbe auf den Augen hat und ja, das möchte ich nicht. Also es sollte so ein Zwischending aus wachsig und nicht zu wachsig sein und das ist einfach zu hart. Dann habe ich mir mitgenommen einen Metallic Effect Love Attraction Lidschatten. Das sind ja diese kleinen Pöttchen hier. Und zwar habe ich mir die Farbe 550 Positive Attraction mitgenommen. Und der sieht so aus. Ich war schon mal mit dem Finger drin. Und der langt sich echt sowas von butterweich an. Das ist der Wahnsinn. Und das ist die Farbe. Richtig, richtig schön.
haben mir so gut gefallen und ich wollte die schon so lange austesten, weil so viele von diesen Eyeshadows schwärmen. Der kostet so, glaube ich, 10 Euro oder so. Jetzt 50%, habe ich mir gedacht, ach komm, nehme ich jetzt mal mit, probiere ich jetzt aus. Und ja, finde ich richtig toll. Also gefällt mir richtig gut und kann ich mir gut auf dem Auge auch vorstellen. Ja, dann habe ich mir bei Rossmann mitgenommen eine Haarfarbe. Und zwar die Garnier Color Herbalia Pflanzenhaarfarbe. Ich habe die schon getestet und da hatte ich Kupferblond, glaube ich. Diesmal habe ich mir gedacht, nehme ich Honigblond. Das hat auch so einen Rotstich im Normalfall mit drin. Und ja, das ist jetzt im Endeffekt die andere Farbe gewesen. Ich finde, das ist richtig schön geworden. Ja, jetzt hat es auch diese Helligkeitsstufe, die ich gerne gehabt hätte. Ja, einen Ansatz habe ich jetzt schon. Ich glaube, ich habe die, wann habe ich die gemacht? Anfang November, glaube ich. Ja, Anfang November, genau. Und ich finde das Farbergebnis richtig schön geworden. Was man dazu sagen muss, wenn ihr nicht auf einen Heuduft in den Haaren steht, dann ist das nicht eure Farbe. Also sie duftet schon, wenn man nasse Haare bekommt, noch sehr, sehr lange nach, ja, Heu. Also ich sage einfach, es riecht nach Heu. Also es stinkt nicht, es riecht halt einfach nach Heu auf dem Kopf. Muss man halt mögen, muss man wissen. Hier ist im Endeffekt einmal so eine Packung drin mit der Pflanzenhaarfarbe. Das ist ein Pulver, das mischt man sich mit Wasser an. Finde ich echt eigentlich simpel gemacht und die Menge ist echt mega viel. Man kann auch nur mal ein bisschen Wasser dazugeben, also es sollte natürlich nicht zu viel sein, dass man praktisch eine bisschen flüssigere Konsistenz bekommt. Und ja, aber ich fand es echt gut zum Auftragen. Da hat man hier einmal die Anleitung drin. Einmal Handschuhe. Und einmal so eine Mütze, weil die braucht Wärme, die Maske. Also da müsst ihr dann praktisch, ja, durch Wärme wird die praktisch aktiviert. Und einmal so eine Pflege dann auch. Und ich fand die so gut. Und was halt auch wichtig ist, ist, dass die meine Kopfhaut nicht beansprucht. Also ich habe sehr, sehr empfindliche Kopfhaut und ich habe lange gebraucht, bis meine Kopfhaut wieder einen normalen Stand hatte, wo sie nicht schuppt, wo sie nicht offene Wunden hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr das kennt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr auch so Probleme mit Kopfhaut habt oder überhaupt nicht. Und ja, ich habe halt gemerkt, seit ich auf diese chemischen Haarfarben verzichte, geht es auch besser. Ich meine, irgendwo, ja klar, ist logisch, ne? Weil die sind schon sehr, sehr aggressiv. Und jetzt habe ich halt nach einer Alternative gesucht, weil mir mein Ansatz, also meine Naturhaarfarbe irgendwie überhaupt nicht gefallen hat. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme dieses Honigblond. Das müsste ein bisschen heller sein als dieses Kupferblond, nannte sich das. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt und freue mich schon aufs Ausprobieren wieder. Ja, dann kommen wir auch schon zum DM und da habe ich mir ein Duschgel mitgenommen. Ja, ich weiß, ich habe genug, aber das hat mich sehr, sehr angesprochen. Ist eine Limited Edition und das ist a Sweet Violet Pflegedusche mit dunklen Beeren und Vanilleblüte. Und das roch so lecker, Leute. Oh, ganz, ganz toller Duft und deswegen durfte der mit. Auch wieder mit durften hier so Abschminkschwämmchen. Ja, weil die finde ich ganz gut und ich möchte gucken, dass ich ein bisschen weniger Wattepads verbrauche und da eignen sich ja solche Produkte schon recht gut dafür. Ja, dann habe ich hier das hier mitgenommen. Das ist im Sale gewesen für 5 Euro statt 6,95. Das sind diese Collections mit Card Sticker Overlays. Hat diese Designs hier drinnen. Ja, und zwar für mein Bullet Journal. Ich habe angefangen, wieder ein Bullet Journal zu führen und möchte dieses Jahr wirklich das auch mit Leben komplett füllen. Und ja, da habe ich mir die Teile hier geholt. Ich habe auch noch was bestellt bei Idee und Kreativ. Das müsste nächste Woche irgendwann kommen. Und ja, das hat mir jetzt eigentlich das ganze Wochenende, habe ich jetzt fast nur an dem Thema gehangen. Und ja, da habe ich mir das hier heute noch mitgenommen, weil mir haben so ein paar Sachen gefehlt und da hat das ganz gut gepasst. Als nächstes habe ich mir hier meinen Magenfeind-Tee mitgenommen. Den liebe ich, den mag ich total gerne. Der schmeckt lecker. Ich trinke Tee eigentlich grundsätzlich ohne Zucker, außer schwarzen Tee.
Und ja, den, wie gesagt, liebe ich, den mag ich, der beruhigt den Bauch so ein bisschen. Also gerade wenn man irgendwas Schwereres gegessen hat oder generell irgendwie so einen flauen Magen hat. Und ja, da hilft mir das eigentlich immer ganz, ganz gut und deswegen ist der eigentlich auch immer daheim. Ja, dann habe ich mir eine neue Mascara mitgenommen. Die Lash Sensational Luxurious Dichtere Wimpernfächer. Das ist diese hier. Da hatte ich ja die lilane. Also hier sollen drin sein drei Öle, umhüllt und entfaltet zu einer dichteren Wimpernfächer. Das ist diese hier. Und dann habe ich mir noch eine neue mitgenommen. Die hat sich sehr interessant angehört. Gerade auch im Bezug darauf, dass ich ja wirklich trockene Augen habe. Und wenn man da rumreibt, dann weiß man ja, wird es meistens noch schlimmer. Und hier habe ich eine gefunden. Die ist neu. Das ist die Maybelline Snap Scarer. Die soll einfach aufzutragen und schnell abzuschminken sein. Das ist dieses Teilchen hier. Bin ich auch mal sehr gespannt. Hat auch ein schönes so ein Löffelchenbürstchen, wo man hier schön ja, tuschen kann. Und ja, die gab es in Schwarz, in Bordeaux-Farben, glaube ich, und in Blau, was ich auch sehr interessant fand. Und ja, da möchte ich gerne mal austesten, ob das wirklich so funktioniert mit einfach auftragen, einfach abschminken und fertig. Deswegen durfte die mit. Die war aber auch nicht ganz günstig, muss ich sagen. Ja, und es durfte noch ein Bronzer mit. Und zwar von Maybelline der City Bronzer Light Cool 100. Der sieht von außen hier so aus. Und wenn man den aufmacht, sieht der so aus. Also richtig schön, hat mir gut gefallen. Und ja, ich habe den jetzt mal hier. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt sieht hier. Ja, doch. Hat eine schöne Farbe, schön leicht. Was natürlich für den Winter für mich optimal ist. Und ja, Bronzer und Konturpuder soll es ja sein. Und ich finde den auch echt schön. Also muss ich sagen. Also bin ich froh, dass ich mir den mitgenommen habe. Der war auch nicht teuer. Und ja, wird auf jeden Fall demnächst jetzt getestet. Und ja, ich glaube, mein kleines chaotisches Video. Ich weiß heute irgendwie nicht. Irgendwie ist heute nicht mein Tag, glaube ich. Aber egal. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr von den Produkten schon was getestet habt. Vor allen Dingen die Pflanzenhaarfarbe würde mich mal interessieren, ob ihr das schon gesehen habt oder noch nicht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!